Welche soziale Sicherheit habe ich, wenn ich zwischen zwei EU-Ländern pendele? Denken Sie darüber nach, in einem anderen EU-Land oder in Island, Liechtenstein, Norwegen oder der Schweiz zu arbeiten und jeden Tag oder mindestens einmal die Woche in Ihr Wohnsitzland zu pendeln? Wenn ja, was passiert mit Ihrem Sozialversicherungsschutz? Dieser umfasst zum Beispiel Gesundheitsleistungen, Mutter- bzw. Vaterschaftsurlaub, Familien- und Arbeitslosenleistungen sowie Rentenansprüche. Denken Sie daran. Nur jeweils ein Land ist zuständig für Ihren Sozialversicherungsschutz. In der Regel ist es das Land, in dem Sie arbeiten und Steuern bezahlen. Nehmen wir Michael. Er ist Ingenieur. Er lebt in Belgien, pendelt aber täglich zu seinem Arbeitsplatz in den Niederlanden. Also sind die Niederlande, wo er seine Steuern zahlt, zuständig für seinen Sozialversicherungsschutz. Michael hat deshalb Anspruch auf Gesundheitsleistungen in den Niederlanden. Aber er hat auch Zugang zu vollen Gesundheitsleistungen in Belgien, wo er wohnt. Dafür muss er bei der niederländischen Krankenkasse das S1-Formular anfordern, mit dem er sich dann bei der belgischen Krankenkasse anmelden kann. Die Niederlande erstatten Belgien die für sie erbrachten Gesundheitsleistungen, was allerdings ganz im Hintergrund geschieht. Aber was passiert, wenn Michael seine Arbeit verliert? Dann muss er sich in seinem Wohnsitzland, also Belgien, bei der Arbeitsvermittlung melden und Arbeitslosenunterstützung beantragen und nicht in den Niederlanden, dem Land, in dem er gearbeitet und Steuern gezahlt hat. Die belgische Arbeitsvermittlung wird dann gemäß den belgischen Bestimmungen über seinen Antrag entscheiden, berücksichtigt aber das letzte Gehalt, das Michael in den Niederlanden erhalten hat und gegebenenfalls auch die Versicherungszeiten, die er in einem anderen EU-Land oder in Island, Liechtenstein, Norwegen oder der Schweiz zurückgelegt hat. Seine Arbeitszeiten im Ausland werden mit dem U1-Formular bestätigt. Zum Beispiel sollte er für den letzten Arbeitsaufenthalt in den Niederlanden die niederländischen Behörden bitten, ein U1-Formular auszustellen. Die gute Nachricht ist, dass sich Michael auch bei der niederländischen Arbeitsvermittlung registrieren lassen kann, wenn er eine Arbeit in den Niederlanden sucht. Allerdings muss er sich weiterhin bei den belgischen Behörden melden, die jetzt zuständig sind für seinen Sozialversicherungsschutz, also Gesundheitsleistungen, Familienleistungen und Arbeitslosenleistungen, falls er dazu berechtigt ist. Dank der Koordinierung der EU-Sozialversicherungssysteme können Sie in ganz Europa mobil sein und verlieren dabei nicht Ihre Sozialversicherungsansprüche. Koordinierung der Sozialversicherung. Europa steht Ihnen offen.